Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Mein Führer, Ruf und Belehrung des kann und darf nicht sein. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Mein Führer Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Ist Verrat gegen die Natur. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Man muss knien vor Ihrem Genie, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaterlands. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rätschel ein. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Mit welchen Kräften, mein Führer? Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Es bleiben im Raum Keitel, Jodl